Hallihallo, ihr lieben Freunde da draußen der gepflegten Farming Simulator Welt. Es gibt wieder etwas Neues, beziehungsweise wenn ihr meine Videos, Ansgars Videos, also Endplay und natürlich von Kornhub schon ein bisschen verfolgt habt und vieles schon gesehen habt, dann wisst ihr eigentlich alle möglichen Details. Aber auch auf meinem Kanal will ich euch natürlich über alle aktuellen Themen rund um den Farming Simulator 25 ja irgendwie, wie soll ich sagen, ja auf dem Laufenden halten. Und deswegen gibt es noch ein wunderschönes Video von Endplay, also von Ansgar, wo natürlich auch unten in der Videobeschreibung alles verlinkt sein wird, also sein Kanal und natürlich auch dieses Video. Geht bitte rüber und gebt ihm einen Daumen, beziehungsweise auch natürlich ein Abo. Und wir reagieren heute da mal drauf, denn es gibt doch ein paar Sachen noch, die vielleicht der ein oder andere noch nicht so erzählt hat. Und Ansgar da halt einfach wirklich nochmal in die Tiefen in manchen Sachen geht. So, und ihr seht's hier schon, wir beginnen jetzt gleich mal mit dem dynamischen Boden. Giants spricht ja hier eher von verformbaren Boden. Und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt an. Und da würde ich sagen, meine Lieben, steigen wir ein in die Geschichte. So, zack. Nur bei der GPS-Lenkung werden die im Endeffekt dann nur für die Lenkung verwendet. Und dann gibt es da noch ein Feature namens dynamischer Boden. Den wünschen sich die Spieler ja schon seit vielen Jahren, aber weil mit ihm so hohe Erwartungen verbunden sind, spricht Giants gar nicht erst vom dynamischen Boden. Und das finde ich sehr, sehr gut von Giants mittlerweile, muss ich zugeben, dass die endlich gelernt haben, okay, wir können jetzt nicht mehr irgendwelche Halbwahrheiten erzählen, ne? Sondern wir müssen wirklich den Spielern sagen, okay, es ist einfach nur ein verformbarer Boden, weil der eine mag halt, was weiß ich, wenn Partikel hochspritzen und so weiter, bis hin zu, es muss sein wie bei SnowRunner. Aber gut, gucken wir mal weiter, was wir zum Boden hier erfahren können. Sondern lieber vom verformbaren Boden. Der wurde auf der FarmCon nur recht oberflächlich erklärt. Die Charakteristik erklärt Wolfgang von Giants aber so. Ja, bei dem verformbaren Boden geht es bei uns darum, dass es vor allem keine Textur ist, die also nur oberflächlich irgendwas visuell verändert, sondern wirklich, dass in die Wireframe-Modelle sozusagen richtig reingefräst wird, wenn man da drüber fährt und bewirkt also wirklich eine Veränderung von den ganzen Berechnungen, die im Hintergrund da über die Engine stattfinden. Im Rahmen der FarmCon-Präsentation wurde der Boden nur sehr technisch erklärt. Gameplay-Material konnte man dazu leider gar keins sehen. Offenbar ist es aber so, dass eine Spur wie diese entsteht, wenn man... Und das ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Also das ist schon ganz geil, weil das sieht schon aus wie im Real Life, wenn dann so eine Spur hier entsteht. Es ist jetzt nicht mehr nur eine Spur, die oben drauf liegt, vermeintlich, sondern es ist wahrscheinlich wirklich eine Spur, die den Boden einfach wirklich aufbricht, verformt, wie auch immer. Wir gucken mal weiter. Man über das Feld fährt. Wie tief diese Spur ist, das hängt einerseits von den Reifen und der Größe der Maschine ab, andererseits allerdings auch von weiteren Parametern wie dem Wetter, der Temperatur und der Härte des Untergrunds. Die Spuren bleiben so lange auf dem Boden bestehen, bis das Speicherlimit überschritten ist, erst dann verschwindet die Darstellung. Und diesen Einsink-Effekt, den gibt es nicht nur auf Feldern, sondern auch auf Schnee und Kies, aber beispielsweise nicht auf Asphalt. Richtig cool dürfte der Effekt bei Regen aussehen, denn zusätzlich zum Einsinken wird es auch Matschpartikel zu sehen geben. Und damit sind wir auch schon bei den neuen optischen Effekten. Ja, hier sieht wunderbar. Man etwa den neuen Regen, der nun auf den Straßen einen Splash-Effekt und auf den Maschinen einen Perleffekt erzeugt. Und hier sind die neuen Reifen zu sehen, zwischen deren Stollen sich Matsch festsetzt, wenn man beim entsprechenden Wetter über den Acker fährt. Diese nassen Reifen, Matschreifen, geil. Die ich euch schon im letzten Video kurz gezeigt habe, die sieht man auch hier nochmal sehr schön. Sie reagiert auf die Bewegungen einer Maschine und ist nicht auf die Reisanbauflächen limitiert, sondern jede Wasserfläche auf der Karte soll diesen Effekt laut Giants haben. Festfahren wird man sich allerdings nicht können. Das hat Giants damit begründet, dass das Feature schnell nervig wird, wenn man andauernd stecken bleibt. Muss ich ehrlich zugeben, wäre für mich auch nervig. Klar, es ist Realismus pur. Aber es ist schon, glaube ich, eine Geschichte, die da eher schwierig sein könnte. Genau, okay, wir gehen vom dynamischen Boden mal hin zu mehr Realismus
durch Verbrauchsgüter. Denn wir haben im Farming Simulator 25, krieg's gar nicht richtig über die Lippen, Farming Simulator 25 haben wir nämlich Verbrauchsgüter und die wollen wir uns mal reinziehen. So, jetzt muss er erstmal ein bisschen laden. Na, was ist denn jetzt los? Warte mal, wir machen ein kurzes Päuschen mal. So, da sind wir wieder. Los geht's. Nur eine kleine Neuheit, die dem Spiel aber etwas mehr Realismus hinzufügt, sind die neuen Verbrauchsgüter. Die wurden auf der FarmCon anhand dieser Presswickel-Kombination von John Deere gezeigt. Ab sofort kann man nicht mehr einfach drauf lospressen, sondern muss beispielsweise bei einer Presswickel-Kombination Ballenfolie und Rundballnetze vorab kaufen. Die bringt man dann zur Presswickel-Kombi und lädt sie dort ein. Die Folienfarbe, die bestimmt man in Zukunft also beim Kauf der Ballenfolie und nicht mehr beim Kauf der Maschine. Geil! Hier ist Opera GX. Ist natürlich. Hast du die Farben deines Setups mit. Ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, ne? Okay, meine Lieben, gehen wir noch einen kurzen Schwenk rüber mal zur interaktiven Karte. Das wird jetzt ein bisschen ein längerer Teil hier, ihr seht es hier schon. Aber dieser Teil wird wirklich nochmal interessant, denn dort werden nochmal Details, ich sag mal, rausgeholt, die wir vielleicht ja nicht ganz so in anderen Videos gesehen haben. Deswegen interessiert es uns bestimmt ganz besonders, wie interaktiv wird die Karte und was kann aber die Karte auch immer noch nicht. Das werden wir jetzt hier auch erfahren. Erste Impressionen von der neuen US-Map habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Eine Kartenübersicht, die gibt's in diesem Video. So sieht die Map River. So, und jetzt ist es interessant. Haben wir hier unten einen Filter endlich, wo wir irgendwie unsere Güter filtern können? Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber es ist immer noch, im Endeffekt, ja, durcheinander gemacht. Schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass es endlich mal nach Alphabet geht. Vielleicht kann man sich das hier unten aber ja irgendwie auch filtern, ne? Dass man da ein paar gewisse Sachen, filtern kann, wie gesagt, ne? Noch ein anderes Thema ist natürlich das Menü, ne? Wie sieht das Menü aus? Und natürlich auch das Verkaufsmenü. Ob es dann natürlich da auch einen Filter gibt, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken. Also hier unten bin ich ganz interessiert, wie und was wir filtern können. Urban Springs im Landwirtschaftssimulator 25 aus und das Hauptthema der Karte, das ist das Thema Wasser. Quer über die Karte zieht sich ein Fluss, auf dem Schiffe fahren. An den Stegen liegen Boote an, es gibt eine nutzbare Fähre, Wasserräder, kleine Wehre, Bäche und noch vieles mehr. Die Pflanzen sehen nun deutlich voluminöser aus und die Spielwelt, die wird interaktiver. Leveldesigner Florian erklärt das anhand dieser Markthalle, in der lauter leere Körbe stehen. So, und jetzt, da unterbreche ich mal überhaupt nicht, weil das wird jetzt ziemlich interessant, wie er das erklärt. Und ich habe euch ja im Cinematic-Trailer ganz am Anfang schon gesagt, es sieht so aus, als wenn wir unsere Erzeugnisse irgendwie verarbeiten können. Und die Richtung dahin ist jetzt schon im Endeffekt gemacht, aber hört selbst. Wenn man dort Sachen hinbringt, wenn man Tomaten dort hinbringt, dann füllen sich die Körbe. Das ist interaktives Design von Gestaltung. Das heißt, wir bleiben nicht mehr an der Schütte und tun dort abladen, sondern wir kriegen mehr ein Gefühl, das Zeug auf dem Feld kommt bei uns, ich will fast sagen, auf den Teller. Da sind wir noch nicht. Aber das wäre genau das Ding, ja? Wenn wir irgendwann mal tatsächlich einen Kühlschrank aufmachen könnten, uns einen Teller vorsetzen könnten, ein Ei in die Pfanne schlagen können und unsere Gemüse dann entsprechend auf dem Herd platzieren können. Man kann auch einen Stand für sich definieren, auf seinem Hof, wie es auf vielen Höfen der Fall ist, und dort eben seinen eigenen kleinen Farmers Market aufbauen und dort eben seine Paletten hinliefern und dort füllen sich die Körbe. Und das wird ein automatisches, passives
Einkommen sein, das dann zusätzlich generiert wird, ähnlich wie es mit den Solaranlagen ist. Und dadurch hat man auch, ist es noch näher und noch greifbarer für den Spieler. Dasselbe Prinzip gibt es. Was natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte ist. Ne? Auch das kann man natürlich immer wieder im Roleplay mit dazu nehmen. Diese Marktstände und sowas finde ich eigentlich ziemlich cool. Und es ist der richtige Weg, finde ich. Und der Weg wird immer ebener dorthin, dass wir unsere Erzeugnisse selber verarbeiten können, nicht nur in Produktionslinien. Jetzt, was hier kommt, kennen wir schon so ein bisschen aus Silver Run Forest mit dem Bootsbau. Oder auch mit der Achterbahn, die wir dort aufbauen können und sowas. Es sind halt einfach neue Spielmodi, neue Spielpraktiken und Systeme, die jetzt wahrscheinlich hier aber noch sehr, 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 sehr viel mehr ausgereift sind. Dann auch noch an anderer Stelle. Auf der Karte ist beispielsweise ein Holzkünstler angesiedelt. Wenn man ihm bei seinen Kunstwerken helfen möchte, kann man ihn mit Materialien wie Holz beliefern und sieht danach, was er daraus herstellt. Hier ist das beispielsweise ein Holztraktor für Kinder. Schön. Das Prinzip kennen wir schon von der Map Silver Run Forest aus dem Platinum DLC für den LS22, beispielsweise vom Schiffsbau. Es scheint im Landwirtschaftssimulator 25 aber noch deutlich ausgeweitet zu werden. Das mit Abstand spannendste Feature in Bezug auf eine interaktivere Spielwelt ist aber vermutlich dieses. Es wird im neuen Spiel NPCs geben, die sprechen können und dabei sogar ihre Lippen bewegen und in begrenztem Umfang Emotionen zeigen können. Dieser Herr hier, der kann beispielsweise seine Augen bewegen, genauso wie die Augenlider, die Wangen und die Augenbrauen. Man muss immer sagen, im begrenzten Umfang Emotionen zeigen können. Für mich wäre es auch voll in Ordnung, wenn er jetzt gar keine Emotionen zeigen kann, weil das, was hier jetzt gezeigt wird, ist schon ein riesen, riesen Schritt für Giants, ein riesen Fortschritt eigentlich. Ob es jetzt das neue Missionsmenü ist, also das neue Missionensystem, oder ob es vielleicht auch nur Tutorials sind, das werden wir sehen, aber ich gehe davon aus, dass das vielleicht so gewisse kleine Aufträge sind, die wir dort machen müssen und die halt so jetzt dargestellt sind, finde ich natürlich grandios. Damit könnte man Roleplay-Elemente in das Spiel bringen. Leider ist zu diesem Feature aber nichts weiter erklärt worden. Sollte es auch für Modder geöffnet werden, dann können wir uns aber sicherlich auf unterhaltsame NPC-Dialoge freuen. Hallo junger Mann, wollen Sie meinen Traktor kaufen? Zu einer interaktiveren Spielwelt trägt auch der neue Tierhändler bei. Bei dem sieht man außen nämlich nun auch Tiere und laut Level-Designer Florian soll eine Vielzahl der platzierten Gebäude auf der Karte begehbar sein. Auch das macht die Spielwelt nochmal deutlich interessanter. Dazu zählen Scheunen, Abladestellen und dieses Gebäude, das seine besten Tage hinter sich hat. Das Wichtigste für eine interaktivere Spielwelt ist aber leider nicht enthalten. Es wird auch im LS25 laut Giants keine KI-Maschinen geben, die auf anderen Feldern unterwegs sind. Das ist besonders schade, weil die Spielwelt in den bisherigen Präsentationen nach wie vor recht statisch wirkt. Da ginge also noch deutlich mehr. Was mir jetzt gerade so in Sinn kommt, ist, die haben ja über den Baumodus überhaupt noch nichts gesprochen. Also, was ist mit dem Baumodus, Leute? Das wäre cool, wenn wir da mal ein bisschen was erfahren könnten. Wie sieht der neue Baumodus aus? Geht der noch besser? Also, es war ja schon vom 19er zum 22er eine starke Verbesserung, aber es ist immer noch nicht so das Gelbe, sag ich mal, vom Ei. Cool wäre es, wenn wir da noch ein bisschen was erfahren könnten. An Maschinen wurde zwar offiziell nichts Neues vorgestellt, ein paar spannende Maschinen konnte man aber sehen. Im LS25 enthalten sein wird unter anderem die neue Fendt 700er Serie Generation 7, der John Deere 6R und diese John Deere Press Wickelkombination. Außerdem hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass auch die Firma Dammann im neuen Landwirtschaftssimulator vertreten sein soll. Dort habe ich einfach mal angefragt und tatsächlich, Dammann wird mit dabei sein. Mit welchen Maschinen, das wollte man mir allerdings noch nicht verraten. Also da fürs Vogelzwitschern und fürs nochmal etwas frechere Nachfragen von Ansgar natürlich vielen, vielen Dank, denn auch das ist eine schöne Geschichte, da zu wissen, es kommen neue Fahrzeuge, neue Hersteller rein. Gut, weiter geht's. Und wie steht's um den Multiplayer-Modus im LS25? Die Multiplayer-Unterstützung werden wir auf jeden Fall mit dabei haben. Das
So, und das muss ich wiederum sagen, darüber brauche ich eigentlich gar nicht reden und darüber brauche ich überhaupt nicht eigentlich diskutieren. Denn der Farming Simulator wäre heute nicht dort, wo er jetzt ist, wenn es den Multiplayer nicht geben würde. Und ich brauche darüber nicht sprechen, ob der drinne ist oder ob er nicht drinne ist. Ich muss da eher drüber sprechen, wird er verbessert? Können wir jetzt mehr Slots, also mehr Leute reinhauen? Ist der im Ganzen irgendwie verbessert worden, die Performance verbessert und. Also ich muss mich nicht drüber unterhalten, ist er drin oder ist er nicht drin? Finde ich irgendwie ein bisschen deplatziert, aber ja, okay. Wir gucken mal, was der Multiplayer so alles Neues zu bieten hat. Werden wir jetzt in diesem Video natürlich nicht erfahren, aber okay. Dass man hier im Multiplayer-Modus auch zusammen mit Passenger unterwegs ist. So, ein was Wichtiges haben wir natürlich, nämlich Universal Passenger wird jetzt für jeden verfügbar sein, wird also im Standardspiel integriert sein. Wir können also mit mehreren Personen im Auto fahren. Also Beifahrerskript ist natürlich mit integriert für alle. In den nächsten Wochen und Monaten werden dann noch kleinere neue Features, neue Infos zu den Tieren, den Fruchtsorten, den Maps und zahlreichen Maschinen enthüllt. Einen ganz guten Eindruck von dem, was uns im November zu Release erwartet, hat man aber mittlerweile bekommen. Genau. Ich persönlich hätte mir an vielen Stellen noch deutlich mehr Gameplay-Tiefe gewünscht, aber man muss eben auch feststellen, dass der Landwirtschaftssimulator 25 weiterhin ein Spiel ist und so ein Spiel darf die Spieler eben auch nicht überfordern. Viele von euch und natürlich auch ich haben Bock, tiefer einzutauchen, Dinge noch realistischer zu machen, Kurse zu speichern und sich festzufahren. Aber man muss bedenken, dass mit jedem Landwirtschaftssimulator natürlich auch neue Spieler dazukommen, die schon bei den vergangenen Releases oft überfordert waren. Das liegt einerseits daran, dass die Tutorials im Spiel bislang immer recht schlecht waren, andererseits allerdings auch daran, dass das Spiel durch die vielen unterschiedlichen Maschinen, Fruchtsorten und Verfahren mittlerweile recht komplex ist. So, und da kann ich schon mal so ein kleines bisschen was leaken. Also es wird ja so sein, dass wir im Farming Simulator 25 Neighbors in der Form erstmal nicht weiterführen können, weil es wird ja noch keine Mod-Maps sofort geben. Und wenn es dann natürlich aber Mod-Maps gibt und wir finden, die und die Map ist eine sehr schöne Karte, dann geht natürlich das RP weiter, beziehungsweise es kommt ein neues RP dazu. Bis dahin werden aber ein, zwei drei Film- und Videoslots bei mir wiederum frei sein bei der Game World. Und da wird es in Sachen Tutorial auf alle Fälle was von mir geben. In sehr umfangreichem Verfahren, will ich mal sagen. Und seid da schon mal gespannt. Viel will ich jetzt noch nicht dazu erzählen, aber es wird da definitiv richtig was dazu geben, natürlich speziell eigentlich für alle ganz neuen Spieler und die bei Farming Simulator 25 halt einsteigen. Okay, weiter geht's. Insofern ist der Landwirtschaftssimulator wohl auch weiterhin ein Kompromiss und die Tiefe, die wir uns wünschen würden, werden wir wohl erst durch Mods nach Release bekommen. Was aber völlig in Ordnung ist. Die Spiegel sind im neuen LS25 übrigens leider wieder nicht verstellbar und auch die Türen und Fenster wird man im Spiel leider nicht öffnen können. Das ist eigentlich ziemlich schade, denn gerade das, also das Interaktive, macht natürlich die Spielewelt umso lebendiger, denn manche, also ich sag mal so, einiges auf der Karte ist natürlich nicht so sehr lebendig. Und ich hoffe, dass wir dort schon noch ein bisschen mehr Leben auf den Karten haben als in den vorhergehenden Teilen. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Features in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Jo, sehr, sehr schön vorgestellt, muss ich zugeben. Däumchen habe ich hier schon gegeben, ihr seht's. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist im Endeffekt alles verlinkt. Und geht mal rüber, lasst mal Däumchen da und vielleicht sogar noch ein Abo. Und ansonsten würde ich nämlich jetzt sagen, der Stand, den wir jetzt haben, ist jetzt erstmal wirklich der Ist-Zustand. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt heute und morgen noch viele andere Infos bekommen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich erstmal mit den News am Ende, werden aber natürlich in der nächsten Zeit, also in den nächsten Wochen, hier und da bestimmt noch ein gutes
Stück Details und Informationen bekommen. Ich bin sehr gespannt drauf. Bis auf Weiteres aber natürlich sind das jetzt erstmal alle Informationen, die wir irgendwie zusammentragen konnten. Wir haben im Team viele, viele Videos angeguckt jetzt und denken mal, ja, ihr seid erstmal umfassend informiert. Genau, deswegen würde ich sagen, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst gerne das Däumchen da und natürlich auch sehr gerne ein Abo, unten die Glocke einfach mal auf aktiv machen, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, Reactions nicht mehr verpassen wollt oder auch selber zusammengestellte News im Endeffekt sehen wollt, auf die eine oder andere gewisse Art und Weise. Da würde ich sagen, meine Lieben, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ciao.